Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Heavy Rain. Und ja, wir haben eine Pistole. Yeah, yeah. Können wir auch irgendwie abdrücken? Nö, schade. God damn it. Falscher Sturm. Norman. Ja, da ist richtig. Oh, da war gerade eine Fliege. Wow. What the hell? Hör auf, so Moves. Boah, Fliege. Alter. Kaum nehme ich auf, fliegt mir die Fliege auch schon direkt in die Fresse, ey. Hau ab. Das ist die Fliege von gestern noch. Stimmt. Hatte keinen Bock rauszufliegen. Okay. Alter, Norman, hier. Du könntest auch mal weiterlaufen. Er macht nichts mehr. Ah, danke. Hallo? Ah. Holy Christ. Holy Christ. Hang on, kid. I'll get you out of there. Ah, krieg das Ding auf. Go! Sehr gut. Komm schon. Ah! So, da haben wir Sean. Oh nein. Come on! Breathe! Breathe! Komm schon. Ah! God damn it. Der ist nicht tot, komm schon, das schaffst du. Oh mein Gott, er atmet. Oh, you're okay, Sean. You're okay. You're safe now. You're safe. Okay. Oh fuck. Du Spasti! Oh, du übelster Psychopath, ey! So long for a father capable of giving his life for his son. And what do I get? Nothing! Nobody! Oh. What's real love if it isn't sacrifice? All those people say they love each other. They're just a pack of liars! You shouldn't have been mixed up in this. You discovered my little secret. And it will die. Ah, God damn it. Shut up. Bastard. You're not gonna get away that easily. Genau, man. Are you alright, Sean? Yes. Yes, I think so. Where's Dad? I'll call the police. They'll come and get you, okay? Der ist tot, mein Junge. Ich hab damit aber nichts zu tun. Oh Gott, ey. Ich bin so ein Vollidiot. Agent Norman Jaden, FBI. Tell Lieutenant Blake, I found Sean Mars. Send men and an ambulance immediately to 852 Theodore Roosevelt Road. Fast! Wo ist der Kleine? Da
Das sieht nicht gut aus. Der ist hinter dir, der ist hinter dir! Ah! Yo! What the hell? Komm her! Rütteln! Oh mein Gott! Und BAM! In die Eier! Ah! Scheiße, falsche Taste. Ja, sorry, war falsche Taste. Yo! Was ist das denn hier? Rey Mysterio gegen Undertaker oder was? Wow! Ach du. Juhu! Irgendwie macht mir das Spaß! Oh mein Gott! Darth Vader, ich bin dein Vater! Sehr gut. Sehr gut. Ah, nein. Oh mein Gott, ich hab doch noch erwischt. Bam, in your face. Juhu. Der Kampf gefällt mir. Alter, wow! What the hell? Boah, ja, genau! Das ist ja nicht unfair oder so. Ah, goddammit. Oh, fuck. Oh mein Gott, Müllpresse. Holy fucking shit. Oh mein Gott. Den hat's zerfetzt. Holy shit. Fucking holy shit. Ach, God damn it. Mann, warum muss ich mir sowas antun hier? Wenn ein Typ in diesem Spiel stirbt, dann stirbt er auf die übelste und widerlichste Art und Weise. Ob von einem Bagger überfahren oder wie gerade in so einer Müllpresse zerfetzt. Kind gehört. Ich bin so gut. Aber der Vater ist tot. There was general relief this morning when the police announced that they had found Sean Mars alive more than 4 days after his disappearance. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the Origami Killer. The successful resolution of this case was made possible only by the bravery and tenacity of Norman Jaden, an FBI profiler brought in to help local police. State-of-the-art technology and his own investigator's flair allowed him to track down the killer. Our main headline today. It is reported that the police have identified the man thought to be the Origami Killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Yes! Is this where we're gonna live now? Only if you really want to. Or we can keep on looking until we find something you like. Das tut. It doesn't matter where we live. Ah! As long as we're together. I will never let anyone or anything separate us again. We're stuck. What the hell? Like glue. Can I choose where my room is? Sure thing, champ.
Ist zwar ganz schön und gut, aber er ist tot. Alright, then I think we can stay here. Oh man. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Let's talk tonight! Ah! Our guest today is on the cover of Today's World magazine this week and has been hailed by the whole nation as a new hero for our time. Astonishingly, he almost single-handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jaden. Norman Jaden. Hi. Hi. Yeah. Gefällt mir. Deine Pillen. Ah! Ah! Nein! Ah! Du bist... Er wird sterben. Oh man. Was geht jetzt noch ab hier? What the? Ah, okay. Oh mein Gott, ein Panzer! Oh. Ach ja, es sind seine Pillen. Natürlich, nimm einfach deine Pillen. Aber nein, die hast du ja weggeschüttet. Jetzt sag doch, der wird sterben. Oder Wahnvorstellung. What the hell? Hä? John Shepard. Den kennen wir ja. Der ist tot. Flieg jetzt, verpiss dich hier. Hau ab. What is that? Hä? Hey. Ach, das ist ein Grabstein. Da steht jetzt bestimmt Shelby irgendwas drauf. Ja, Scott Shelby, ich wusste es. Ich hab's schon gesehen.
Scott Shelby, February 1967 bis October 2011. I want to see them again. I'm a father too. Ja! Das Spiel ist zu Ende. Ach, ich bin froh, allerdings auch ein bisschen traurig, weil das Spiel gefällt mir übelst gut und ich hoffe, dass die irgendwann nochmal einen anderen Teil machen. Der muss ja jetzt halt mit denselben Charakteren sein, aber die hatten ja schon mal einen Vorgänger. Und jetzt zeigen die mir die Sachen, die ich eigentlich hätte machen sollen. Ja, ja, der steht da schon rum. Einmal kurz angemerkt. Ich wusste schon vorher, dass Ethan noch am Leben ist. Ja. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, wenn du das Spiel durchspielst mit allen noch am Leben und alles gut und alles happy, dann stellt sich heraus, dass das Gift, was er genommen hat, in Wirklichkeit gar keins ist. Und wenn du das Spiel perfekt durchspielst, dann siehst du diese Endszene, wo er mit seinem Sohn in das Haus einzieht. Da ist die Madison noch dabei. Also dann sind die sozusagen eine Familie komplett. Deshalb habe ich auch nicht gecheckt, weil eigentlich habe ich mit der ja gut gespielt. Naja. Ach, goddammit, ey. Ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht, nur wenn ihr es irgendwann mal wollt, werde ich das Spiel noch einmal spielen, mit der Herausforderung komplett alles korrekt zu spielen. Also wirklich jeder Charakter am Leben, alle sind happy, alle sind fröhlich, alle tanzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Spiel gehört ja nicht mir, es ist ausgeliehen vom H.A.D. Ferguson und deshalb bedanke ich mich nochmal bei ihm. Jetzt kann ich dir das Spiel auch endlich zurückgeben, weil seine Schwester, die hängt nur noch bei mir. Ah, wann kriege ich das Spiel wieder? Ich will spielen. Ich das so, sorry, dauert noch ein bisschen. Ja, jetzt kannst du es endlich haben. Ja, ich werde mir das Spiel irgendwann auch mal selber holen, also kaufen. Weil ganz einfach, ich auch noch die Trophäen haben will. Ich habe ja noch nicht alle. Ja, das war's eigentlich. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Wenn euch auch, dann... Ja, da bin ich ja froh. ja, das war's dann erstmal von meiner Seite aus. Das war Heavy Rain. Und ich sage, vielleicht sehen wir uns bei einem nächsten Projekt wieder, bei einem anderen. Ja, ich sage einfach mal, tschüss.